Jana Frey, ich bin 18 Jahre alt und nehme seit 5 Jahren in der Musikschule Retz Gesangsunterricht. And how do you sing while the rest of us cry? And how do you dream when the mother has no chance to say goodbye? Das Allerallerschönste am Singen ist einfach, dass man mit seiner Stimme andere berühren kann. Also ich würde Gesang echt jedem empfehlen, weil wenn es zum Beispiel jetzt als Nebenfach Klavier oder Gitarre oder auch Schlagzeug hast, ist es halt urpraktisch, weil du kannst dich selber begleiten. Es macht automatisch mehr Spaß zum Üben, weil meistens singt man halt auch noch Spaß so ein bisschen mit. Und die Raffaele ist echt so, weil ich spüre auch Gitarre, dass wenn ich sage, okay, wir spielen gerade das und das in Gitarre, dann sagt die Raffaele, ey, cooler Song, komm, wir machen das auch. Hallo, ich bin die Vasakar Selina und ich bin 16 Jahre. Ich singe seit ich klein bin, weil man einfach Gefühle ausdrücken kann und Emotionen und weil es einfach meine Leidenschaft ist. Dann küsse ich dich im Treppenhaus, endlich wieder ganz home. Ich halte es nicht mehr so aus, halte es nicht mehr so aus. Ich bin die Kathi. Ich singe. Ich gehe in Gesang. Singen macht Spaß. Beim Singen, also bei Gesang, immer so cool, dass man auch mit kleinen Schritten Erfolg hat. Und man sich immer freuen kann, wenn man in die Musikschule kommt und auch sogar ein neues Lied oder so singt. Also ich bin die Clara Fröschl, ich bin 16 Jahre alt und nehme das zweite Jahr Gesangsunterricht. In crazy bones and deepest waters, your sovereign's hand will be my guide. Ich habe mich für Singen entschieden, weil mir es einfach gefällt, mit meiner Stimme umzuexperimentieren und ich schon, seitdem ich klein bin, gerne gesungen habe. So I will call upon your name. Oh yes, I can make it. Und man tut sich halt auch viel leichter in der Schule. Gesang hilft einem, glaube ich, sehr mit dem Selbstbewusstsein. Und gerade für Leute, die sehr introvertiert sind, können sich irgendwie da sehr entfalten und besonders auf der Bühne mal was anderes sein als irgendwie in der Schule.